Einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte euch alle recht herzlich willkommen heißen zu unserem Online-Gottesdienst heute Morgen. Schön, dass ihr mit eingeschaltet habt in der Freien Christgemeinde Foyer Friedrichshafen. Heute geht es ja um Teil 5, der echte Jesus, Löwe oder Lamm. Wir werden heute diese Predigtreihe beenden. Wir werden nächsten Sonntag, wenn wir ein freies Thema haben, dann haben wir ja Pfingstsonntag. Aber heute beschäftigen wir uns nochmal mit diesem Thema der echte Jesus. Und da sind wir mal gespannt, was uns da erwartet. Und ich möchte euch einfach ermutigen an der Stelle, dass ihr einfach eure Herzen öffnet. Wir werden jetzt ein paar Lieder gemeinsam singen und einfach Gott suchen, auch im Gebet. Und wünsche euch da im Wohnzimmer oder in der Küche, wo immer ihr seid, eine gute Zeit. Und ja, dass wir heute echt viel lernen können, auch von unserem Jesus. Und da möchte ich jetzt einfach beten mit uns und dass wirklich Gott wirkt bei euch zu Hause. Himmlischer Vater, ich danke dir jetzt für diesen Morgen, ich danke dir für diesen Tag. Ich möchte jetzt jeden einzelnen segnen, da wo jeder sitzt und zuschaut oder steht, wie auch immer. Und ich möchte bitten, Heiliger Geist, wirke du und tu dein Werk an uns und verändere du uns da, wo wir Veränderung brauchen und dass unser Glaube gestärkt wird, auch in dieser Zeit, wo wir uns momentan befinden. Ja, so möchte ich euch ermutigen, jetzt einfach euer Herz zu öffnen und dass wir jetzt ein paar Lieder gemeinsam singen, Gott groß machen, auch bei euch in den Häusern zu Hause. Und wir sehen uns gleich. Bis später. Ich
brechen, wenn zerbrochene Herzen ihn verehren. Denn wir können unseren Gott aufhalten. Denn er ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Der Gott, der uns erlöst, ist hier und jetzt gefangen frei. Denn wer kann unseren Gott aufhalten? Denn er ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt, und sein Blut befreit. Und jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm. Jeder wird sich vor ihm beugen. Jeder wird sich Löwen und dem Lamm. Und wir beugen uns vor dir, jetzt und hier. Wir beugen uns vor hält ihn auf. Wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Niemand hält ihn. Der Löwe von Juda, sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe, und jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt, und sein Blut befreit, und jeder wird sich beugen vor dem Löwen.
denn du bist würdig, Herr. Oh, Jesus. Gott, du bist so groß und du bist so unvergleichlich. Und teilweise sind die Charaktereigenschaften von dir vielleicht wie Gegensätze, weil du bist tatsächlich der Löwe und du bist auch das Lamm. Und in dem Lamm zeigst du uns, dass du als König, der du eigentlich als Löwe bist, dich ganz klein gemacht hast und uns ganz nahe gekommen bist. Jesus, ich danke dir da so dafür einfach, dass du für uns bist und dass du alles gegeben hast, damit wir zu dir kommen können, damit wir zum Vater kommen können. So liebevoll und treu, so stark und mächtig bist nur du, erfüllst mich und siehst mich. Du kennst mich ganz genau und liebst es, wenn ich zu dir sing. Ich weiß, schlägt für mich, ich weiß, dein Herz schlägt für mich, ich weiß, du lässt mich nie im Stich, bleibst bei mir in der Dunkelheit und ich weiß, du bist mir ganz nah, jetzt schreibst du mir ins Herz und rufst mich. Genau, und liebst es, wenn ich zu dir sehe.
Der echte Jesus, Teil 5, und das geht es heute, wie wir schon vorher gehört haben in der Einleitung, und heute mit dem Thema Löwe oder Lamm. Ihr kennt es sicherlich, dass man manchmal Menschen charakterisiert anhand von Tieren. Zum Beispiel, man sagt, hey, der ist so schlau wie ein Fuchs oder so stark wie ein Bär oder so listig wie eine Schlange. Und so wird auch Jesus tatsächlich in der Bibel auch mit Tieren in Verbindung gebracht. Hier Löwe oder Lamm. Ich möchte schon vorab sagen, Jesus ist eigentlich beides. Er ist Löwe und er ist auch Lamm. Aber ganz ehrlich, wenn man so die beiden Tiere miteinander vergleicht, die sind schon sehr, sehr, sagen wir mal, unterschiedlich. Aber wie bekommt man die zwei Charaktere in Verbindung mit Jesus? Das ist ja die entscheidende Frage heute Morgen, mit der wir uns heute Morgen mal beschäftigen. Bevor ich jetzt aber heute echt näher darauf eingehe, eine kleine Geschichte aus meinem persönlichen Leben. Ich bin ja hier in Friedrichshafen aufgewachsen, war auf der Graf-Sohn-Realschule und wir hatten ja verschiedene Fächer, wie heute ja auch, unter anderem auch Physik. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, Physik war jetzt nicht so ganz mein Fach. Der Lehrer selber, der war super, konnte Dinge gut erklären und hat immer wieder dieses Thema Physik, sage ich mal, versucht mir irgendwie beizubringen. Und er hat es echt immer gut erklärt, aber ich saß immer auf meinem Stuhl und dachte mir immer, hey, was erzählt denn er da eigentlich da vorne? So nach dem Motto, hey, ich verstehe nur Bahnhof hier. Aber es war dann so, dass in der Woche, wo wieder Unterricht war, die Woche drauf, mussten wir eine Klassenarbeit schreiben in Physik. Und ich habe mich echt angestrengt, aber immer gedacht, also irgendwie verstehe ich es nicht ganz. Und dann kam die Klassenarbeit. Und die verschiedenen Fragen. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, das, was ich ein bisschen verstehe, vielleicht bringt es etwas. Und habe alle Fragen versucht, irgendwie zu beantworten. Aber dachte mir, ja, das wird wahrscheinlich wieder eine 5 oder eine 6, je nachdem. Also Physik war wirklich ein echter Schwachpunkt in meinem persönlichen Leben. Ein paar Tage später kam die korrigierte Arbeit zurück. Und ich schaute auf dieses Blatt. Und wisst ihr, was da stand unten dran? Note 1, das weiß ich nicht genau, war es 1,2 oder 1,5 oder 1,7. Auf jeden Fall war es eine 1. Woher weiß ich das? Es gab nicht oft so eine Note in meinem persönlichen Leben. Deswegen ist es mir wirklich hängen geblieben. Also es war für mich ganz ehrlich, es war echt ein Wunder. Wirklich ein Wunder. Also Physik. Ich habe fast nichts verstanden. Und dann eine 1, noch was, das ist ein Wunder. Wahrscheinlich ein Wirken des Heiligen Geistes in meinem persönlichen Leben. So, nur so kann man das wirklich erklären. Und wisst ihr, so ähnlich geht es auch vielleicht vielen Menschen, wenn sie die Bibel lesen. Gerade mit verschiedenen Büchern. Manchmal liest man die Bibel und sagt, hey, das ist für mich, ich verstehe hier so ähnlich wie bei mir im Physikunterricht, ich verstehe hier nur Bahnhof. Oder, hey, das ist für mich so ein Buch mit 7 Siegeln. Und wenn wir uns mit diesem Thema Jesus, der echte Jesus, Löwe oder Lamm auseinandersetzen, dann wollen wir heute Morgen wirklich in ein Buch hineinschauen. Es ist das Buch der Offenbarung. Und du sagst vielleicht, oh Mann, das habe ich schon mal gelesen. Also das ist schon ein komisches Buch. Das sind so viele Bilder und so viele Dinge, die ich noch nicht verstehe. Und ich möchte dir erklären, woher das kommt. Das sind viele Bilder, die da beschrieben werden. Und oftmals kennen wir diesen Hintergrund nicht. Kennen wir nicht diese Sprache von der damaligen Zeit oder diese Dinge, die man in Verbindung bringt mit all diesen Geschichten, dieser Offenbarung. Deswegen fällt es uns oftmals so schwer. Und heute versuche ich so ähnlich wie dieser Physiklehrer, den ich bis heute kenne, er hat mich sogar mal zu Hause besucht, also ein ganz netter Mann, versuche ich das irgendwie heute rüberzubringen. Aber muss ganz ehrlich sagen, das allein bringt es nicht, sondern es braucht Gottes Geist, der da hineinwirkt und dir Dinge offenbart und zeigt und verstehst, dass es dann etwas wird in deinem Herzen und dir so geht wie bei mir mit dieser Klassenarbeit. Hey, ein Wunder geschieht. Gott hat sich heute mir offenbart, hat sich mir heute gezeigt. Und wisst ihr, was ich jetzt noch kurz nochmal mache? Nochmal beten. Bete nochmal für uns, dass Gottes Geist wirkt. Vater im Himmel, danke dir auch für das, was wir jetzt gleich lesen werden in der Bibel.
das Buch der Offenbarung. Und ich möchte bitten, Heiliger Geist, dass du das gebrauchst und dass du da, wo jetzt jeder zuschaut, am Bildschirm, zu Hause, dass du diese Person berührst, weil du bist nicht begrenzt von Raum und Zeit, sondern du wirkst jederzeit. Danke dafür. Amen. Ja, wir wollen uns heute mal mit den Offenbarungen Kapitel 5 mal auseinandersetzen. Wir werden heute das ganze Kapitel uns anschauen. Keine Angst, ich werde das immer erklären und dann werden wir weitergehen. Und zum Schluss werden wir an diesem Ergebnis rauskommen. Um was geht es eigentlich bei diesem Löwe und diesem Lamm? Ich lese mal aus Offenbarung 5. Kapitel, Verse 1 bis 5. Da steht Folgendes. Ich sah, dass der auf dem Thron in seiner rechten Hand eine Schriftrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln verschlossen. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief: Wer ist würdig, die Siegel aufzubrechen und das Buch zu öffnen? Doch es war niemand da, der es öffnen und hineinsehen konnte. Niemand im Himmel, niemand auf der Erde und auch niemand im Totenreich. Da weinte ich sehr, weil niemand zu finden war, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Doch einer von den Eltern sagte zu mir: Weine nicht. Einer hat gesiegt. Er kann das Buch öffnen und seine 7 Siegel brechen. Und jetzt kommt's. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Nachkomme von König David. Zunächst einmal möchte ich erstmal ein paar Dinge erklären, damit man Dinge versteht. Ich wiederhole nochmal, wie so im Physikunterricht, man versucht etwas zu erklären, so ein Hintergrundwissen auch, damit wir überhaupt verstehen, um was geht es hier. Hier ist die Rede von einer Schriftrolle bzw. einem Buch mit 7 Siegeln. Und da kommt auch dieser Spruch her: Hey, also das hier ist wie ein Buch mit 7 Siegeln, bedeutet so, hey, das verstehe ich überhaupt nicht. Es ist wie so ein Geheimnis, wie so ein Schleier. Und tatsächlich so, wenn man nicht weiß, um was es hier geht, um was für ein Buch, dann ist es schwer, das Ganze zu verstehen. Zunächst einmal, wir sehen es ja auch in diesem Bild, diese Schriftrolle mit diesem Siegel, gibt es ja heute auch. Vielleicht habt ihr schon mal ein Grundstück erworben, da ist das so ähnlich, man geht zum Notar, um das Ganze zu beurkunden und dann ist der Notar da und da gibt es eine Lesung und dann später wird das Ganze dann zusammengefasst in einem Dokument, das dann versiegelt wird mit einem Siegel, mit dem, dass es auch beglaubigt ist, dass dieses Grundstück jetzt dir gehört. Und tatsächlich hat man in der Archäologie solche Schriftstücke, solche Schriftrollen gefunden mit solchen Siegeln. Manchmal mit 1 oder 2 oder 3 Siegel, je nachdem, was für eine Größe diese Inhalte waren. Und man hat herausgefunden, man hat zum Beispiel eine Schriftrolle gefunden mit 3 Siegeln. Man hat sie ganz vorsichtig auseinandergenommen und hat etwas gefunden. Und zwar tatsächlich ging es bei dieser Schriftrolle, bei diesem, sagen wir mal, Dokument, um eine Schrift über ein Eigentum eines Grundstücks. Tatsächlich geht es da um Grundstücke. Jetzt muss man natürlich wissen, dass im Alten Testament es Gesetze gab. Man weiß von der Geschichte Israels, sie waren ja unterwegs und später haben sie ein Land eingenommen und jeder bekam irgendwo ein Grundstück. Aber im Laufe der Zeit hat man vielleicht sein Grundstück irgendwie verpfänden müssen oder man hat Schulden gemacht und musste es verkaufen an jemand anderes. Und da wurden tatsächlich solche Schriftrollen niedergeschrieben und man hat gesagt, hey, das war dein Grundstück. Jetzt hat es ein neuer Eigentümer und das wurde von innen und außen beschrieben. Ich erkläre das auch ganz kurz. Außen war so der grobe Inhalt von dieser Schriftrolle und innen drin waren die Details. Das kannst du ungefähr so vergleichen wie mit einem Buch. Ihr kennt es vielleicht. Ein Buch hat vorne einen Haupttitel, hinten am Rücken so eine kurze Beschreibung, was es geht. Aber innen drin sind da die Details. Und so war es vielleicht, dass man irgendwo so ein Grundstück verloren hat und man wurde alles niedergeschrieben, innen und außen und versiegelt und somit ging es über an einen neuen Eigentümer. Aber Gott hat damals ein Gesetz eingeführt. Und jetzt kommt das Ganze. Und zwar alle 50 Jahre gab es ein Erlassjahr oder etwas, wo alle Schulden getilgt werden, egal was es war. Innerliche Schulden, die man hat, so gegenüber Gott, aber auch
äußerliche Schulden, materielle Schulden, unter anderem auch Grundstücksschulden oder wo man sein Grundstück vielleicht weggeben musste, aus was für Grund auch immer. Und es ging folgendermaßen vor sich. Angenommen, da kommt jemand an diesem 50. Jahr in ein Dorf und sagt, ich möchte mein Recht einfordern, dass das Grundstück, was früher mal mir gehört hat, leider ich abgeben musste, jetzt nach 50 Jahren wieder zurückkommt in unsere Familie, in den ursprünglichen Eigentümer von diesem Grundstück. War es folgendermaßen, er ging in dieses Dorf. Zuerst kamen diese geistliche Leiter und haben diesen Mann dann auch begutachtet und mussten bezeugen, dass es tatsächlich die ursprüngliche Eigentümer von diesem Grundstück ist. Dann kam der Mann, der momentane Eigentümer von dem Grundstück, mit dieser Schriftrolle und den Siegeln drauf. Und dann geschah Folgendes. Damit dieses Grundstück wieder zurück an den ursprünglichen Eigentümer übergeht, nahm dieser Mann, der ursprüngliche Eigentümer, diese Schriftrolle. Und er hatte das Recht, diese Siegel zu brechen. Und die Siegel wurden gebrochen. Danach wurde das Schriftstück, die Details, vorgelesen. Und mit dem Vorlesen dieses Schriftstücks ging der Eigentum des Grundstücks wieder an den eigentlichen, ursprünglichen Eigentümer zurück. Somit wurde ein Gesetz in Kraft gesetzt. Nun habe ich natürlich jetzt hier einiges erklärt, so ähnlich wie im Physikunterricht, und denke schon, okay, also das verstehe ich so einigermaßen, aber um was geht es dann hier? Und was willst du uns damit sagen? Was ich damit sagen möchte, genau das ist das, was wir hier sehen in diesem, was wir vorgelesen haben. Da ist jemand auf dem Thron sitzt mit einer Schriftrolle mit 7 Siegeln. Und niemand ist würdig, diese Siegel zu brechen. Um was geht es da? Ich möchte es kurz erklären. Bei diesem Schriftstück, das hier beschrieben wird in diesem Text, geht es um einen Plan Gottes. Geht es letztendlich um eine Erlösung, Plan Gottes. Weil wisst ihr, wir sind alle erschaffen worden von Gott. Gott ist der Schöpfer von uns. Er ist derjenige, der uns erschaffen hat. Er ist der Ursprung von allem. Und er hat uns geschaffen, uns Garten Eden gesetzt. Und sagt, hey, komm, macht was draus. Gebt den Tieren Namen und herrscht über diese Erde. Leider aber haben sich von Gott entfernt. Sind eigene Wege gegangen, haben sie getrennt von Gott, wollten eigene Wege gehen und plötzlich ist etwas verloren gegangen. Eine Beziehung zwischen Menschen und Gott kam plötzlich durcheinander. Etwas ist verloren gegangen. Und diese Beziehung, diese Sehnsucht Gottes, dass wieder diese Beziehung wiederhergestellt wird in den ursprünglichen Zustand, hat er einen Plan entworfen, damit dieses wiederhergestellt wird. Und dafür hat er seinen Sohn, Jesus Christus, auf diese Welt gesandt. Damit es möglich wird, dass es wiederhergestellt wird. Und somit ist die Schriftrolle einfach der Plan Gottes, dass das, was verloren gegangen ist, wiederhergestellt wird in den ursprünglichen Zustand. Und dann sagt die Schrift, oder beziehungsweise das, was hier drin steht, sagt Johannes, er schaut nach jemandem, der würdig sein soll oder der würdig ist, diese Schriftrolle zu nehmen, diese Siegel zu brechen. Und er schaut rum und er findet niemand. Er findet keinen. Und er wird ganz traurig. Und wisst ihr, Johannes war schon ein gestandener Mann und fängt an zu weinen und sagt sich, hey, ich finde hier niemanden, der das kann. Und dann kommt ein Engel. Und dieser Engel sagt, schau dich rum, schau mal, hier ist jemand. Und Johannes schaut auf eine Person und sagt, es ist der Löwe aus dem Stamme Juda, der Nachkomme Davids. Oh, also da ist jemand, der ist würdig, der kann es. Der kann dieses, was verloren gegangen ist, wiederherstellen, ursprünglichen Zustand. Es ist der Löwe. Und hier kommen wir schon an diesen Punkt, der Löwe aus dem Stamme Juda. Kurze Erklärung, kurzer Einschnitt. Wer ist denn dieser Löwe aus dem Stamme Juda? Im Alten Testament gab es einen, sage ich mal, Glaubensvater. Zuerst gab es ja Abraham, Isaac und der dritte war Jakob. Und dieser Jakob, der hatte 12 Söhne. Und einer von ihnen hieß Juda. Und bevor Jakob starb,
kurz davor, wollte nochmal alle seine Söhne segnen. Und es ist gut, aber nicht nur kurz bevor man stirbt, seine Söhne zu segnen, sondern eigentlich tagtäglich. Aber es war so, kurz bevor man stirbt, hat man nochmal den Segen ausgesprochen über seine Kinder. Und Jakob tat es und wollte es auch über Juda ein Gebet aussprechen. Und wir lesen da im 1. Mose, Kapitel 49, Vers 9 bis 10, Folgendes. Mein Sohn, du bist ein junger Löwe, der gerade seine Beute gerissen hat. Majestätisch legt er sich daneben. Wer würde es wagen, ihn zu stören? Juda, immer behältst du das Zepter in der Hand. Könige gehen aus deinem Stamm hervor, bis ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen. Was hier Jakob praktisch prophezeit oder ausspricht über das Leben von Juda. Er sagt, hey, du wirst ein König sein, wie ein Löwe. Und nach dir werden Herrscher kommen, werden Könige entstehen. Aber es wird einer kommen, der wird, vor dem werden alle Völker sich niederknien und ihn anbeten, ihn als König aller Könige anbeten. Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda, damit ist Jesus gemeint. Und früher war es so, als es dieser Stamm Juda unterwegs war und Kriege geführt hat und Länder eingenommen hat, nachdem er diesen Krieg gewonnen hat, gab es ein Banner. Und auf diesem Banner war ein Löwe draufgemalt. So als Zeichen, wir haben den Sieg errungen, wir haben gewonnen. Und soll ich mal sagen, Jesus Christus hat den größten Sieg aller Zeiten errungen. Er ist der Löwe aus dem Stamme Juda, er ist der König aller Könige und hat den Sieg errungen. Er hat den größten Kampf in der Menschheitsgeschichte gab. Diesen hat er gewonnen. Wie? Das ist die Frage. Weil es wurde am Kreuz vollendet, aber wie ging es vonstatten? Und jetzt lesen wir weiter. Offenbarung, 5. Kapitel, Verse 6 bis 11 steht Folgendes. Und dann sah ich es, in der Mitte vor dem Thron, umgeben von den vier mächtigen Gestalten und den Ältesten, stand ein Lamm. Und jetzt kommt's, ein Lamm, das aussah, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Ja, jetzt versteht man schon, jetzt wird es nochmal kompliziert. Also sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt worden sind. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß und empfing die Schriftrolle aus dessen rechter Hand. Im selben Augenblick fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder Älteste hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Weihrauch. Das sind die Gebete aller, die zu Gott gehören. Und alle sangen ein neues Lied. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen. Nur du darfst seine Siegel brechen. Aha, hier kommt das Wort brechen vor, Siegel brechen, das ich vorher erklärt habe. Denn du bist als Opfer geschlachtet worden und mit deinem Blut hast du Menschen vor Gott freigekauft, Menschen aller Stämme und Sprachen aus allen Völkern und Nationen. Durch dich sind sie jetzt Könige und Priester, die unserem Gott dienen und sie werden über die ganze Erde herrschen. Was hier in diesem Text beschrieben wird, ist Folgendes. Es ist die komplette Wiederherstellung des Menschen mit Gott. Gott, wie ich vorher erwähnt habe, Gott hat den Menschen erschaffen. Es ging etwas verloren. Am Kreuz wurde was wiederhergestellt. Es wurde etwas errungen, bis man etwas in der Vollendung geschehen wird. Es ist der größte Krieg gegen eine Finsternis. Diese wurde errungen durch Jesus Christus, das Lamm ist. Jetzt kommt das Lamm ins Spiel. Also der Löwe, der König, der Herrscher, der über allem steht. Aber auf der anderen Seite ist Jesus auch das Lamm. Wenn wir ein Lamm sehen, zum Beispiel irgendwo in den Bergen oder irgendwo auf der Wiese, dann ist es irgendwie so niedlich und freuen uns an so einem Lamm. Zur damaligen Zeit war es anders. Wenn Priester oder ein Jude ein Lamm gesehen hat, dann hat er es immer mit geistigen Augen gesehen. Da ging es darum, ein Lamm, das geschlachtet worden ist. Geschlachtet für was? Für die Schuld eines Menschen. Da wurde die ganze Schuld auf dieses Lamm gelegt. Man hat die Schuld ausgesprochen. Da wurde dieses Lamm geschlachtet zur Vergebung, zur Reinigung der Schuld. Das Blut ist geflossen, dass Wiederherstellung stattfinden kann. Und genau das hat am Kreuz stattgefunden.
Einmal sagt Johannes, siehe, das Lamm Gottes, das heißt, das geschlachtet wird, das hingerichtet wird zur Vergebung unserer Schuld. Es war damals im Alten Testament, hat man immer ein vollkommenes Lamm gesucht, ein einjähriges, reines Lamm. Und Jesus ist das vollkommene Lamm, das einzigartige, das vollkommene Opfer, damit wir frei werden von Schuld, was hier in diesem Text auch beschrieben wird. Und dann ist die Rede ja, von 7 Hörnern. Ja, was ist denn das jetzt? Das ist wahrscheinlich jetzt so ähnlich wie im Physikunterricht. Gell? Also, hä? Und dann 7 Augen, 7 Hörner, 7 Geister. Das sieht ja alles ein bisschen komisch aus. Zumindest, wenn man es vorstellen würde. Ich möchte kurz erklären, 7 Hörner ist ein Bild für die Königsherrschaft. Es ist für König. Und 7 in der numerischen Theologie ist es die Vollkommenheit. Es ist der vollkommene Herrscher, König aller Könige. Dann ist da die Rede von 7 Augen. Es ist so dieses etwas zu erkennen, die vollkommene Weisheit, die Jesus hat. Über ihn liegt die ganze Weisheit, alles, also der vollkommene gute Rat für einen Menschen. Das liegt auf Jesus. Und die 7 Geister ist so der vollkommene Geist Gottes, der uns Rat gibt, der uns Kraft gibt, der uns Offenbarung schenkt, der uns befähigt. Es ist der vollkommene Geist, der auf Jesus liegt. Und dann nahm Jesus in Gestalt eines Lammes das Buch mit den 7 Siegeln, steht hier. Und als er das Buch nimmt, oder diese Schriftrolle mit den 7 Siegeln, verbeugen sich alle vor ihm. Das sind die 4 obersten Engel, das sind die Erzengel damit gemeint und alle anderen Engel. Und was geschieht dann? Dann fängt Jesus als Lamm diese 7 Siegel zu brechen. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, jetzt fängt die Geschichte an. Dass letztendlich etwas wiederhergestellt wird und in einen ursprünglichen Zustand wiederhergestellt wird, auch in der geistigen Ebene. Also merken hier, da geschieht etwas. Eine Geschichte fängt an, in der wir heute auch noch leben. Es wird etwas wiederhergestellt und wir sind mittendrin in diesem Plan Gottes, dass die Menschen wieder zu Gott zurückkehren können. Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und es wird letztendlich irgendwann mal, für alle Ewigkeit, wird es wiederhergestellt. Und dann lesen wir im 5. Kapitel noch weiter. Wir lesen von Kapitel 5 bis 11, von 11 bis 14 folgendes. Danach sah ich viele Tausende und Abertausende von Engeln. Eine unzählbare Menge. Und ich hörte, wie sie gemeinsam etwas riefen. Sie standen um den Thron, um die 4 Gestalten und um die Ältesten. Gewaltig ertönte ihre Stimme. Allein dem Lamm, das geopfert wurde, gehören alle Macht und alle Reichtum. Ihnen allein gebühren Weisheit und Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. Dann hörte ich, wie auch alle anderen Geschöpfe einstimmten, alle im Himmel und auf der Erde, im Totenreich und auch die Geschöpfe des Meeres. Sie alle riefen, Anbetung und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gebühren dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, für immer und ewig. Die 4 Gestalten bekräftigen dies mit ihrem Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten Gott an. Hier an der Stelle denke ich, sollte man mal innehalten, mal still sein. Meine Frage an der Stelle, was siehst du? Auf was schaust du? Wir sehen hier in diesem Kapitel oder in diesem Text, den ich gerade gelesen habe, alle schauen auf dieses Lamm, sie schauen auf Jesus. Und dieses, was Jesus getan hat, also dieses Siegel bricht, alle beugen sich nieder und erkennen, Jesus ist derjenige, das Lamm Gottes, das stirbt für uns am Kreuz. Und das hat die Leute so berührt und die Engel alle miteinander, dass sie alle niederfallen und anbeten. Auf was schaust du? Ich habe hier ein Seil mitgebracht. Als kleine Illustration. Wir sehen hier, ich habe hier Tesaband genommen. Zuerst habe ich schwarz genommen und dachte, ja, das sieht ein bisschen arg dunkel aus. Habe nur ein bisschen weiß drumherum geklebt.
Sieht aus wie so Sträfling, ja, wie so ein Gefängnis. Ich möchte dieses kurze Stück hier symbolisieren oder praktisch darstellen als unser Leben. Das ist unser Leben. Wer weiß, wie alt man wird. Wird geboren, hier fängt irgendwo was an. Geht in den Kindergarten, in die Schule. Heiratet man, zeugt Kinder. Irgendwann mal wird man Opa. Und irgendwann mal endet das Leben. Und wisst ihr, manches läuft gut, manches schwierig. Das durchleben wir alle in unserem persönlichen Leben. Manchmal gute Zeiten, manchmal schwierige Zeiten. Aber wir Menschen, auch gerade in dieser Zeit, dieser Corona-Zeit, wir sind manchmal natürlich so fixiert auf das hier, was hier alles passiert, statt dass wir sehen, hey, es gibt ein Leben danach. Es geht um eine Ewigkeit. Und dieses ganze kurze Stück im Vergleich, das ganze Seil, was noch vor uns liegt, ist eigentlich nichts. Und wir machen uns so viel Gedanken über so viele Dinge und sehen gar nicht, dass Gott eigentlich einen Plan hat, dass er irgendwann mal für alle Ewigkeit, dass wir bei ihm sind durch Jesus Christus. Und die Frage ist, auf was schaust du jetzt? Natürlich, mit beiden Beinen stehen wir hier, sind wir hier auf Erden. Aber mit unserem Kopf, mit unseren Gedanken sollen wir in der Ewigkeit gegründet sein. Das heißt praktisch, uns mit der Ewigkeit beschäftigen und sagen, eines Tages sind wir bei ihm für alle Ewigkeit. Wir müssen hier Dinge durchleben. Aber Gott hat einen Plan, wie mit dieser Schriftrolle. Er ist mittendrin und wir sind mitten im Plan Gottes. Was wir hier heute sehen oder was wir erleben, das sind die Pläne Gottes, die sich verwirklichen werden. Die Frage, was siehst du? Jesus als Lamm und Löwe. Als Lamm, der für unsere Schuld starb und geschlachtet wurde, stellvertretend für uns, damit wir Vergebung unserer Schuld bekommen. So beschreibt es die Bibel, damit wir Vergebung bekommen. Das Löwe ist ein Bild für die Herrschaft und Königsherrschaft. Was bedeutet, Leute, mit Gott kann man nicht spielen, sondern mit Respekt ihm begegnen und ihm ernst nehmen, was er sagt. Es ist kein Hampelmann. Und wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er als der Löwe, als der König aller Könige. Und der einzige Weg, dass wir zu Gott finden und wieder was hergestellt wird, ist der Weg durch Jesus Christus, durch den lebendigen Glauben an ihn. Das, was er am Kreuz tat für mich, wir ihm nachfolgen. Und wir sagen, Gott, Jesus, sei du der König in meinem Leben, regier du. Wir sehen, das Lamm und der Löwe. Und so möchte ich heute Morgen dir sagen, falls du jemand bist, wie auch immer, du bist eingeladen worden, an diesem YouTube-Kanal mal reinzuschauen und du kennst diesen Jesus nicht, dann darfst du ihn gerne heute aufnehmen in deinem persönlichen Leben. Weil der einzige Weg in die Ewigkeit ist durch den lebendigen Glauben an Jesus Christus. Oder vielleicht bist du jemand, der schon lange gläubig ist, schon lange unterwegs, aber du hast irgendwie den Fokus verloren. Du bist zu sehr fixiert auf dieses Schwarz-Weiß, auf dieses Leben hier. Und natürlich verstehe ich auch, man muss Dinge klären, man muss einkaufen gehen und alles Mögliche. Aber wir sind doch fixiert auf die Ewigkeit. Und wisst ihr, wir werden jetzt gleich ein paar Lieder gemeinsam singen. Wir nennen es in unserer Sprache Lobpreis. Lobpreis bedeutet, es sind Gebete gepaart mit Melodien, die Gott emporsteigen. Und meine Frage heute Morgen, wenn du jetzt auf dieser Couch sitzt oder am Küchentisch, keine Ahnung, wo du jetzt gerade momentan bist, und du schaust jetzt hier dieses Video an, auf was schaust du? Wisst ihr, und wenn wir auf Jesus schauen, auf diese Ewigkeit, was er für uns am Kreuz gemacht hat, dann entsteht etwas in unserem Herzen. Lobpreis ist das, was aus uns rauskommt, wenn wir Jesus sehen. Und so segne euch der Vater, der euch liebt. Ich segne euch Jesus selber, der am Kreuz starb für uns. Und ich segne euch der Heilige Geist, der jetzt in diesem Moment, während ich spreche, wirkt an deinem Platz. Also dein Herz ergreift. Es geht um Leben und Tod. Es geht
um das, dass wir wissen dürfen, hey, wir haben einen Jesus, auf den ich schauen darf, der alles gab. Aber er kommt als König, als der Löwe. Gott segne euch. Wir werden jetzt ein paar Lieder gemeinsam singen und uns nochmal vertiefen, was das bedeutet, Jesus als Lamm, Jesus als Löwe, das Lamm, das geopfert wurde, der Löwe, der kommen wird in Macht und Herrlichkeit, er ist beides. Diesen Gott, den liebe ich. Der ist so super. Gott segne euch und berühre euer Herz. Yeah.
meine Seele sieht. Bete den König an, sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bete den König an. Ein neuer Tag und ein neuer Morgen, ich dir mein Lob, was auch vor mir liegt und was immer auch geschehen mag. Lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Komm und lobe den Herrn, meine Seele. Trost und Barmherzigkeit, von deiner Güte will ich immer singen. 10.000 Gründe gibst du mir dafür, gibst du mir dafür. Komm und lobe den Herrn, meine Seele. Wenn meine Zeit angekommen ist, wird meine Seele dich weiter preisen. 10.000 Jahre und in Ewigkeit. Und wenn am Ende die Kräfte schwinden, wenn meine Zeit dann gekommen ist, wird meine Seele dich weiter preisen. 10.000 Jahre. Wir sind nun am Ende des Gottesdienstes angelangt mit diesem Thema Löwe oder Lamm.
Und ich möchte jetzt einfach noch ein paar Dinge euch weitergeben, Dinge, die euch interessant ist, auch für euch. Auf der einen Seite, wenn du jemand bist, der Jesus ganz neu kennenlernen möchte, dann darfst du gerne mit uns in Kontakt treten auf www.foyer-fn.de. Da gibt es einen Button, der heißt Jesus kennenlernen. Und dann kannst du dich gerne da durchklicken und dann kommst du an den Punkt, wo du sagst, hey, ein Gebet, wo du ihn aufnehmen kannst in deinem persönlichen Leben. Und wenn du noch mehr wissen willst von Jesus, gerne schicken wir dir auch eine Bibel nach Hause. Wir schenken sie dir gerne, weil es so die Grundlage auch mit Jesus unterwegs zu sein. Auf der anderen Seite könnt ihr uns auch entdecken auf Instagram, könnt ihr uns da folgen unter fcg-foyer. Da sind die neuesten News oder irgendwelche Posts von uns, wo ihr euch informieren könnt über uns als Gemeinde. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Und in der Videobeschreibung findet ihr den Link zur Playlist von der Predigtreihe Der echte Jesus. Da könnt ihr alle Predigten vom letzten Mal euch anschauen. Und wenn ihr uns als Gemeinde echt unterstützen wollt, auch finanziell, in der Videobeschreibung sind auch die Bankdaten drauf. Da dürft ihr gerne was geben, aber wirklich auf freiwilliger Basis. Und wenn ihr euch die Frage stellt, hey, wann finden eigentlich wieder unsere Präsenz Gottesdienste wieder hier in diesen Gemeinderäumlichkeiten statt? Da muss ich sagen, habt noch Geduld. Kommenden Dienstag werden wir uns damit auseinandersetzen als Gemeindeleitung, werden darüber diskutieren, ist es möglich, wann können wir damit beginnen. Aber bis dahin wirklich Geduld. Es gibt noch keinen Termin, aber ich denke, irgendwann mal wird es soweit sein. Bis dahin wünsche ich euch Gottes Segen und vertraut Gott in dieser Zeit. Er ist der Löwe aus dem Stamme Juda, wie wir es gehört haben in dieser Predigt. Er ist bei euch, er ist mit euch. Gott segne euch. Ciao.